Willkommen zurück zu Let's Play The Doom 3 BFG Edition. Ja. Dude. Oh shit, oh shit. Ich dachte mit STRG duckt man sich. Upsala. Scheiße. Na, gib mir doch nicht mit dem News-Kram auf den Sack. Geschäftsleitung, hallo. Achso, ja, hier war ich ja schon drin. Hier war ja. Ich meine, ich habe schon öfters gehört, dass die Geschäftsleitung Hölle ist, aber. 21:30 in Betrieb. Ach komm, red nicht. Alpha-Labor zunächst. Auf. Wow! What? Ich hätte es sehr gerne, wenn ihr nicht unbedingt. Hey, wow! Excuse me. Warum läuft mein Charakter einfach von allein nach vorne? Wo bin ich? Nein! Böser Imp und böse Imps kriegen auf die Finger. Wo war ich? Wo war ich? Rüstungspaket. Hallo? Keycard. Ich sehe gerade. Es scheint an sich eigentlich gar kein wirkliches Munitionslimit zu geben. Also ich scheine wohl direkt jetzt wirklich massig Munition einsammeln zu können. Hallo? So, oh, PDA. Komm. Aus zumindest, hast du dir gedacht. Ha! Too pro for you. Wow, wo war das denn? Kann man strafen? Was? Netzwerkverbindung gescheitert. Ja. Übrigens, dazu muss ich sagen, damals in Doom 3 habe ich mir immer eine Mod runtergeladen gehabt, für die man dann die Texte wenigstens auf Deutsch hatte. Ich meine, eine deutsche Synchronisation an sich ist jetzt so ein bisschen zweifelhaft. Hier drin ist doch gar nichts. Außer das PDA. Das ist dem wenigstens nützlich. Paul Simmons. Ich bin Paul Simmons, IT-Sicherheitsspezialist. Es sind Angriffe auf unsere Netzwerksicherheit erfolgt. Mehrmals in den letzten Tagen. Vermutlich sogar schon länger, aber wer auch immer der Angreifer ist, weiß genau, was er tut. Er hat seine Spuren hervorragend verwischt. Wären mir nicht einige Unstimmigkeiten im Protokoll aufgefallen, könnt ihr ungestört weitermachen. Der Angriff kam über ein verschlüsseltes Trägersignal aus dem Delta-Komplex. Der Virus war in eine Anfrage an den Großrechner integriert und spaltete sich jenseits unserer Firewall vom Datenstrom ab. Der Verantwortliche muss im Komplex zu finden sein. Aufgrund der dort geltenden Sicherheitsbestimmungen kann ich aber nur sagen, dass der Angriff aus Delta kam. Von welchem Rechner oder Labor aus er kam, lässt sich nicht identifizieren. Der Eindringling hatte Zugriff auf alle Mitarbeiterdaten, einschließlich der medizinischen Berichte. Mein Team wird das Netzwerk in den nächsten Tagen genau auf jegliche Anomalien überwachen. Ende des Eintrags. Ja, weißt du Bescheid. Gehe ich halt hier runter. Wird schon seine Richtigkeit haben. Oh. Ich gehe dann mal. Ich denke mal, einen Sanitäter brauche ich nicht mehr rufen. Verlassen. Alpha-Labore. Transportziel. Im Alpha-Sektor, Alpha-Labor-Sektor 1 befinden sich die Elementarphasen, die Konstruktor und die Hydrokula. Marie, ich höre, du hast das Bravo-Team noch nicht erreicht. Du musst einen Gang zulegen. Wir können nicht auf dich warten. Ihr müsst schnellstens zur Kommunikationsanlage. Ich hoffe, du hast das noch nicht erreicht. Ja, ich bin ein einzelner Marine. Die ganze Basis wurde innerhalb von wenigen Stunden oder wenigen Minuten überrannt. Und jetzt soll ich hier alleine innerhalb von 2,5 Minuten durch, oder was? Finde ich nicht lustig, Teufel. Lass das.
Du wirst mir langsam ein wenig aufdringen. Ja, so ist das mit den Zombies. Die Zombies sind immer so aufmüpfig und dann kriegen sie einen Kopfschuss und dann jammern sie rum. Das ist das Geschrei groß. Ja, verbraucht direkt 10%, what the fuck. Was zum Abstauben? Shotgun Shells, da steht eine Cola. Die Taschenlampe hat viel zu wenig Leistung. I fucking hate it. Hated it. Okay, was haben wir hier? Control Terminal, Alpha Labor 1 zu. Sicherheit ist der UAC ein wichtiges Anliegen. Befolgen Sie die UAC. Guten Tag, Sir. Kann ich Sie für eine Lebensversicherung interessieren? Nein? Okay. Hätte ja sein können. Nun, anscheinend hat man als USC Security Man jetzt nicht what the fuck? Wer schmeißt ja schon wieder mit Füßen? Das ist ekelhaft. Ich hoffe wenigstens für euch der Fuß ist gewaschen. Immer diese Dämonen. Nehmen wir mal ein bisschen Assault Rifle. Ich hab da auch ein bisschen Lust zu. Ja! Ah. Teabaggen, Teabaggen. So. Klar, direkt ein Besuchskommando. Wer bist du denn und wo kommst du her? Hey, versteckt sich anscheinend da drin, der Typ. Na, du bist mir ja vielleicht ein PV. Okay. So, hat jetzt noch jemand hier? Die Menschheit mit dem drohenden Schreckgespenst verschwindender Rohstoffe. Unsere Vorstufe. Ja, verschwindende Rohstoffe, das ist unser größtes Problem. Ich meine, wir haben zwar die Hölle, aber. Also wirklich, Leute, Abstand halten. Oh, habe ich dafür überhaupt den Zugang? IT, blablabla. Mars-Brady, unglaublich. Mit einer niedlichen kleinen Pistole. What? Was geht ab? Nein. Ihr gebt mir alle gerade ein bisschen auf den Sack weg. What the flying fuck war das? Gut, habe ich jetzt ein PDL gesammelt oder habe ich jetzt nur Köpfe zerschossen? Da, Kyle Burger. Kyle Burger. Blablabla. Ja, nicht so ein Interesse, nicht meins. Verdammt. Audiolog von Kyle Burger, Forschungsaufsicht beim EPD-Projekt. Der Elementarphasendekonstruktor ist voll betriebsfähig und die bisher gewonnenen Forschungsdaten sind sehr beeindruckend. Leider mussten wir letzte Woche einen schrecklichen Unfall erleben. Bis der Forschungsassistent Patterson einen Sport in der Kammer kam. Augenzeugen berichten zufolge verhielt er sich, als ob er jemanden sieht, der mit ihm spricht, und wich nach hinten aus, direkt in den Partikelstrahl. Shit.
Es war kein schöner Anblick, da die Rückseite seines Kopfes abgetrennt wurde. Er war noch einige Minuten am Leben, wenn man das so nennen kann. Seine Augen rollten hin und her und er versuchte zu sprechen. Nach dem Verlust von so viel Hirnmasse waren das aber wohl nur Reflexe. Aufgrund dieses Vorfalls habe ich im Labor neue Sicherheitsprotokolle eingeführt und einen medizinischen Notfallkoffer in der Vorratsschränke verstauen lassen. Der Code für den Schrank lautet 752. Ende des Eintrags. Das wollte ich schon hören. Ja, ich muss jetzt gerade mal dazu sagen, ich fand jetzt dieses Audiolog war sehr gut aufgenommen. So ein bisschen besser als das, was man sonst so hier zu hören kriegt. Das ist ja leider so der Standard meistens bei so späten Lokalisierungen, dass da die Übersetzung jetzt nicht gerade so genial ist. Ja, komm, fertig gelasert, ich muss hier durch. Ah. Habe ich irgendwie meinen Durchgang verpasst? Vielleicht sollten wir nicht unbedingt Plasmakanonen überall rumliegen haben. Das ist eventuell ziemlich suboptimiert. Ich würde sagen, lass mich mal durch hier. Warnung, EPD-Strahl noch aktiv. Zutritt bei laufenden Dingenslinsen ist tödlich. Als wenn ich damit nicht gerechnet hätte. Oh! Hallo! Sie sind ein mutiger Wachmann. Du bist nur ein Typ im komischen Overall. Du kannst nie mutig sein. Nie. Da. Hm? Nö. Loot all the things. Was haben wir hier? Hallo. Au. Junk Pop. Ich weiß nicht, warum wir es nutzen. Also Satan, ich würde es jetzt wirklich bitte beruhigend finden, wenn du die Schnauze hältst. Mein Gott, wow! Da war der Burger King. Ich weiß ja nicht, was er daran so lustig findet, aber ich find's nicht lustig. Wow. Hat jemand die Zombie-Apokalypse bestellt? Ich blick hier nicht durch, wo ich bin. Wow, hier wird gerade geroastet. Ich wollte aber nicht mitgeroastet werden. Der Typ sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Ja, Hauptsache der Sackschutz ist in Ordnung. Okay. Für viele gilt es, ach, wofür brauche ich denn meinen Kopf, wenn da unten rum noch alles stimmt? Immer locker flockig. Ja, haut hier. Gut, Headshot können wir bei dem auch schon mal vergessen. Wer hämmert? Hallo? Wo bin ich? Warum gucke ich hier nur auf Kästen? Und warum sind hier überall Zombies? Gasleck wurde gestoppt. Feuer gelöscht. Hm. Jetzt muss ich nur noch die Tür finden, wo das Feuer war. Ja, wow. Ich hab mich verlaufen. Bla. Was dürfte das hier sein? Oh, du bist aber nur hart getoastet worden. Nee, das riecht mir nicht so ganz nach meinem Interessen. Hm.
jetzt mich gerade verarscht. Hier bin ich auf dem Sack, Junge. Ich bin ja schon übelst gespannt auf Doom 4 bzw. Doom. Aber naja. Aber gut, Leute, an der Stelle werde ich dieses Video erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Ciao.